So, hallo und willkommen zu Astronier. So, wir haben jetzt rausgekriegt, passt auf, so und hier. Und da haben wir dann geguckt, was mit den Ressourcen ist, ne? Natürliche Ressourcen, verfeinerte Ressourcen und dann Atmosphärenstoffe, Wasserstoff und so weiter. Und da steht atmosphärische. Also brauchen wir dafür wahrscheinlich den Atmosphärenwandler. Und dann haben wir hier geguckt bei Planeten, wo wir gerade sind. Da kriegen wir Wasserstoff und Stickstoff. Und Andi lernt jetzt den Atmosphärenkondensator. Finde. Die zweite von rechts in der Registerei. Und ich gucke jetzt nach unserem Sauerstoffmacher, den kleinen. Zweite von rechts? Ja, oben, die Krone. Ja. Da ist das dann. Mittelgroßes Lager. Verbindungen. Da war er doch, oder? Das Sauerstofffilter. Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Kleiner Sauerstofftank. Tragbarer Sauerstoffmacher. Atmosphärenkondensator. Hasten? Zumindest gefunden. Ja, dann lernen. Kunststoff, Glas und Eisen. Kunststoff. Lernen schon mal. Eisen. Okay, und ich lerne jetzt den kleinen Sauerstoffmacher. So, jetzt haben wir die Sachen hier gelernt. Und haben wir noch Punkte übrig? Lass 2431. uns mal nach der Handelsplattform gucken. Wird nicht reichen. Handelsplattform 2,5. Oh, das geht aber schnell. Hier haben wir doch überall die Vorschieß angebracht. Das, Und der Schredder kostet uns 2,5. ja, Schredder ist, ja gut, Wolfram und so, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Warte mal. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 2,5. Okay. Dann kannst du Handelsplattform lernen. Mit der können wir tauschen, auch wenn es teuer ist, aber wir können tauschen. Super. Kannst du mal gucken, dass 172 haben wir noch. Die Handelsplattform schon mal bauen kannst. Ich sammle eben die Froschis hier ein. Ja, wir haben jetzt hier eine Autobahn gemacht zwischen den Dingern. Zwischen den Folgen. Beziehungsweise Andi. Handelsplattform, Wolfram und Eisen. Wir haben kein Eisen. Da müssen wir unbedingt gucken. Guck mal in der Planetenbeschreibung, ob es hier überhaupt Eisen gibt. Also eigentlich ja, denke ich mal. Bin ich mal gespannt, ob der Schredder zukünftig der Schlüssel zum Bei Erfolg uns ist. gibt es nur Zinkblende und Malachit. Also gibt es hier kein Eisen. Ich guck, wo es Eisen gibt. Das heißt, wir müssen sowieso auf Titanit, Achse. Hämatit. Zu spät. Kein Eisen. Heißt, kann man das irgendwie mixen? Nee, Eisen ist Eisen. Also das wäre absoluter Schwachsinn. Das Eisen herzustellen, das Quark. Was die Sonne produziert bei der Kernschmelze. Vor Milliarden Jahren. Wo ist denn der Mixer? Da kannst du auf jeden Fall kein Eisen mixen. Da hätte ich mich nämlich schon aufgeregt. Ja. Okay. Alle Vorschieß eingesammelt. Jetzt zeige ich euch noch meinen kleinen Garten. Tipp, tipp, tipp. Da habe ich einen kleinen Garten angelegt. Ja, einfach nur so, weil wegen. So. Okay. Tja, wie kriegt man jetzt Eisen? Müssen wir in der Planeteninfo gucken, wo wir Eisen bekommen. Nirgendwo. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch.
Planeten. Zinkblende, Malachit, Stickstoff. Angenehm, Mittel. Lithium, Titanit. Mittel, Lithium, Titan, Wasserstoff. Hämatit, Lithium. Titan, Hämatit. Primär, Sekundär, Gase, Stickstoff, Helium, Methan, Schwefel. Hm. Wo kriegt man denn jetzt Eisen? Wahrscheinlich nur über den Schredder. Würde ich meinen. Kai ist wieder vor, ich die suchen. Kleiner Schredder, was kostet der denn? Hast du den gerade auf dem Schirm? 2,5. Mittlerer Schredder, der ist doch freigeschaltet. Der kostet zweimal Eisen. Also, das bringt nichts. Du kannst nicht über einen Schredder Eisen generieren, wenn du keinen Eisen hast. Das funktioniert ja nicht. Wo haben wir den Schmelzofen? Ja, yep, habe ich mir auch gerade gedacht. Der muss doch irgendwo sein. Steht da hinten. Ich habe gerade auch eine Idee gehabt. Die kleinen Schrottpäckchen. Eventuell kann man die auf dem Schmelzer kloppen. Der steht hier. Da. Der ist ja auch an. Ja, der ist immer an. Nee, die kleinen Schrottpäckchen kann er nicht schmelzen. Nee, die kann er nicht schmelzen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre natürlich jetzt echt eine einfache Nummer gewesen. Aber vielleicht habe ich alles nur halbvolle drauf geklatscht. Nehmen wir jetzt mal exquisit ein volles in die Hand. So. Ne. Auch volle nicht. Okay. Wo kriegst du jetzt Eisen her? Machst du? Mal weiter gucken. Schredder, Sauerstoffmacher, Feldunterkunft. RTG, verteile. Plattform. Mittlerer Schredder. Gibt es denn noch einen kleinen Schredder? Nee. Sondenscanner, what the heck ist denn das? Kostet einmal Stahl. Ah, dass die Beschreibung da fehlt. Mittlerer Schredder, ich gebe keinen kleinen. Ja. Ich denke, dass wir Eisen finden werden, wenn wir Absturzstellen suchen. Weißt du, was ich meine? Mal auf unsere Autos. Baue ich mal eben um, dass mehr Vorschieß drauf passen. So. Deins ist schon mal fertig. So. Passen drei Vorschieß drauf. Die Bodentanks, die wir gebaut haben, die kleinen. Die können wir entladen. Können wir direkt hier lassen. Die brauchen wir nicht mitnehmen, die kosten uns nur unnötig Platz. Und die Ressourcenpäckchen hier, die für die neuen Plattformen auch. Die können wir uns auch einsparen. Das spart auch Platz. Ach, ist eigentlich egal, wo du jetzt die Plattform drauf hast. Hinten oder vorne ist alles ein Vorschiebplatz. Ist beides nur zwei Nupsis. Blödsinnig. Und packst du das jetzt runter? Na, weil du in dem Moment eingestiegen bist. Ach, und es leckt dann. So, die Batterie habe ich aber trotzdem dabei. Ich habe ja meine alle weg. Wie, du hast deine alle weg?
Die sind auch auf dem anderen Planeten. Die Dauerbatterie hast du am Rucksack. Ah ja. Bis jetzt immer gehabt. Ich hab die nicht gesehen, weil ich die gesessen habe. Außerdem ist dein Rucksack bis Anschlag voll noch. Da jede Menge Zeug drauf. Ein großes Lager. Hier bleiben. Genau. Der Verpacker. Eigentlich auch. Der ist vielleicht für Planetenausflüge besser. Genau. Und die Verbrauchsbatterie würde ich direkt aufs Auto stecken, damit er die sofort leer saugt. Und die Dauerbatterie auch aufs Auto. Die lädt sich ja wieder durch die Windturbinen. Genau. Perfekto. Okay, dann würde ich sagen, du eine Richtung, ich eine Richtung. Jupp. Ich fahr gerade zu. Fahren wir doch beide Richtung. Nee, ich fahre jetzt woanders lang. Ich fahr gerade zu. Augen aufhalten nach abgestürzten Raumschiffen oder so ein Zeug. Und Vorschieß einsammeln. Ja. Also bis die 3 Punkte voll sind. Ansonsten müssen wir in die Höhlen runter. Ja, aber hier auf der Oberfläche wird noch genug von diesen abgestürzten Raumfahrtdingern sein. So, erster Vorschi. Das ist schon sehr nervig mit dem Speichern beim Aufsteigen. So, ich habe gedacht, man könnte das Auto speichern im Menü umschalten, aber nö, das geht nicht. Dann hätten wir es nämlich abgeschaltet und von Hand regelmäßig. Jupp, der Teleporter ist noch nicht freigeschaltet, wie es aussieht. Ja, ist auch an einem riesen Canyon. Wir haben doch die Generatoren nicht mit. Frei. Genau. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ah, da ist mein dritter Vorschi. Ich hab wohl schon 3. Ich will einen verdammten Rover haben. Hier sind noch 2 sogar. Warte mal, ich krieg doch dann noch. Nee. Boah, kämpft er sich hier den Hügel hoch. Krass. Aha, das alte Montale. Ach du Grüne, hier liegen 3 Stück sogar. Stelle merken. Ja, ist sowieso beim Teleporter. Direkt im Wald. Jupp, der ist nicht freigeschaltet. Perfekt. Tschüss, mein Auto ist weg. Hier ist eine riesige, miese Höhle. So eine dämliche Kuhle, mehr ist das gar nicht. Warum macht man denn? Ja gut, ist Autogen, ne? Wenn man die frickelt, würde die Nase vorkommen. Wieder rausgefrümmelt. Glaube ich. Bin ganz schön tief. Gucken, Traktor, was du dazu sagst. Wenn ich so an. Muss ich den Gang noch erweitern, damit du drehen kannst. Ich muss erweitern. Vor allem hartes Felsgestein, ey. Das dauert.
Und dann ist die teilweise bescheidene Kameraführung von Astronier natürlich echt hilfreich. Malachit brauchen wir nicht. Okay, das ist wohl ein wenig steil. Lässt sich aber abändern. It's really? Öfter nicht. Warum nicht? Genauso steil wie immer. Graphen brauchen wir auch nicht. Also komm, zieh an. Jetzt bitte kurz nicht speichern. Okay, da muss ich hier nochmal ran. Ich dachte, ich wäre schon raus. Okay, ich habe hier einen Ohrenteleporter. Jetzt kriegt er eine Kette. Da bin raus. Super. Boah. Drück mal Loch zustopfen, ey. Geht ja mal gar nicht. So, zweimal C, dann hat er da direkt gelockt. Ammonium brauchen wir auch nicht. Okay, jetzt mal erstmal hier diese fiese Kuhle zu. Beim Erzähl, dann brauche ich nämlich nicht Steuerung halten. Schade, dass man keine Karte hat. Ja. Könnte man sich die Dinger alle markieren. Das stimmt. Aber ich glaube, ich werde, wenn ich hier jetzt das Zeug finde, was man dafür braucht, werde ich jetzt hier Generatoren... Ich sehe dich! Kann ich sehen. Oder ist das das Raumschiff? Nee, das ist das Raumschiff, was ich von hier aus sehe. Okay. Wenn ich hier das Zeug finde, dann schalte ich den hier direkt frei. Kleiner Generator, warte mal. In der Tasche. Auch das Gemisch. Weißt du, ich muss sowieso nach Hause. Ja, klar, das brauchen wir nur Gemisch. Und klar. Aber ich muss sowieso nach Hause. Ich bin bis Stehkragen voll. Den ganzen Canyon hier zu. Das ist nämlich echt fies. Muss sowieso nach Hause.
Und sobald der Teleporter frei ist, ist er ja sowieso für alle verfügbar. Noch ein Stück weit. Ich muss sowieso nach Hause, ich bin eh voll. Weit bin ich ja nicht gekommen. Ich sehe ja das Raumschiff. Lass ich nur hinter die Karre so stehen, wie ich gekommen bin, dann finde ich bestimmt noch wieder zurück. Fahrt perfekt. Ja, hopp, hopp, hopp. Du brauchst jetzt da neue Generatoren, ne? Ja. Denk dran, die wieder mit nach Hause zu nehmen. Wenn die in der Welt rumliegen, können wir den Safe Game nächste Woche wegschmeißen. Naja, ich bring sie auch wieder mit. Ich sag's nur. Wir brauchen diese großen Fahrzeuge. Aber ich bin eh randvoll, sprich, würde jetzt nichts bringen, noch den Generatoren. Ich muss mir bloß den Weg da hochbuddeln. Ich möchte sonst nicht hochkommen. Ach so. Ich gucke jetzt Richtung... Oh, schon wieder ein dämlicher Canyon. Aber jetzt drumherum schütte ich nicht auch wieder zu. So, Forschungspunkte brauchen wir. Also Raumschiffe sind gar nicht so dumm. Die geben ein viel weiteres Anzeigesignal. Das steht ja hier bei unserer Basis. Ich sehe nichts anderes, aber das Raumschiff sehe ich. Okay. Und im Strahl vom Teleporter, den sieht man ja auch weit genug.
Ah, hinter dem Eisberg wahrscheinlich bei uns ist das. Na gut, man kann ja nicht mit seinen Fahrzeugen teleporten, aber wenigstens mit den Taschen voll. Damit die Wege nicht so weit sind. Weißt du, fährst zum Teleporter und transferierst den Quatsch nach Hause zum Beispiel. Mhm. Noch Schrottis gefunden. Die geht nur auf die Doppelnupsi, das hat keinen Sinn. Bergwanderung. Das komme ich aber auch nicht besser durch. Da würde ich in den Canyon stürzen, das ist auch nicht so geil. Ist alles voller Porsches. Klopptere Strecke hätte man sich nicht aussuchen können. Sicher allerdings das Raumschiff-Symbol nicht mehr. Hä? Das war irgendwo neben dem Berg. Teleporter ist frei. Das ist Teleporter 2. Interessant, warum sehe ich denn das Ding jetzt nicht mehr? Mal wieder in grün landen. Astronia, Astronia, was machst du nur? Licht kann man nicht abschalten und jedes Ein- und Aussteigen ist ein Safe. Wenn man es selber nicht mal, wenn man es selber macht, ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn du da jedes Mal vor irgendwas dumm rumstehst, das ist echt ätzend. Mhm. Hier ist definitiv unsere Nabelschnur. Lol, man sieht den Strahl von unserer Nabelschnur, das ist ja interessant. Mhm. Hier unsere Leitungen. Ja. Allerdings sehe ich jetzt das Raumschiff nicht mehr, warum auch immer. Ah, da. Ja, hier ist ja unsere Autobahn. Mhm. Brauchen wir Schrott? Immer die kleinen Schrottdinger mitnehmen. Die großen kannst du eh nicht mitnehmen, hast ja überall Vorschieß drauf. Die Foschi-Kammer. Hätte auch mal am Desktop und so schön. Na. Eins. Zwei. Ich werde jetzt mal versuchen, den Hänger abzukoppeln und diese Seite des Anschlusses zu verwenden und direkt dann die Anlage anzupolen. Mal gucken, was da passiert. Mhm. Ist denn hier die Generatorplattform? Ah, hier. Nimm die direkt mit. Brauche ich nicht bauen.
Quarks. Rückwärtsgang, ja, genau, ich schmeiß die Regale erstmal um, alles cool. Ganz viele Forschis bei uns nachgewachsen schon wieder. Zip, zip, zip. Was machst du eigentlich? Du bist so absolut ruhig, so voll langweilig. Ich suche gerade mein Auto. In ein Auto verlieren. Mit dem ich den Berg hochgelaufen bin und jetzt nicht mehr weiß, wohin ist. Ja. Echt tot. Jupp. So, jetzt kann ich erstmal zum Teleporter rennen. Steht das Auto noch beim Teleporter? In der Nähe. Gut, wir haben ja zu einem Teleporter eine Sauerstoffleitung. Das ist ja schon ziemlich cool. Muss ich die Augen aufhalten? Runde bei 39. Ah ja, da sieht man den Strahl sogar von unserer Leitung. Und wir die immer übersehen haben. Mhm. Müssen wir uns eigentlich zu allen Teleportern mal so Nabelschnurren hüpfen. Also zu einem zumindest. Und uns den Weg auch richtig markieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil man von da aus ja an alle Teleporter kommt. Ja, jetzt da hinten ist er. Macht ja Sinn. Weil dann kannst du den ganzen Planeten mehr oder weniger abrupfen. Nun ja, und es soll einen in der Mitte geben, ne? Der dann wohl alle freischipselt. Den in der Mitte, da habe ich ja richtig Bock drauf. Das heißt dann wahrscheinlich buddeln. Oder die richtige Cave finden. Nur wo ist die Mitte, Andi? Wo wir sind, wenn wir, wie wir, je nachdem, wie wir runtergehen, bohren wir an der Mitte vorbei. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich schau, was du meinst. Einfach runter hat ja da auch nicht viel Sinn. Hilfe brauchst, sag was. Ups, alles gut. Hab mir bloß gerade die Mühe gemacht und besorgt, damit ich da eine Leitung legen kann. Zu meinem TÜV-TÜV. Okay. Bin mal gespannt. So, und dann haben wir schon wieder Überlänge. Danach mache ich dann mal deinen Sente. Ja, ob ich mein Moped wiederfinde. In diesem oder im nächsten Leben. Ja. Ah, tief. Oh, da unten liegt was. Cool. Ich glaube, ich habe eine Cave zum Mittelpunkt der Erde gefunden. Mhm. Ja, ehrlich. Na dann, grüß dich, Jules Bern von mir. Ist ja gleich mitkommen. Aber das mache ich erstmal zu, das ist ja lebensgefährlich hier. Mir egal, dann machen wir nochmal 5 Minuten überlänger, als ob das noch stört jetzt. Lade ich halt noch was länger hoch. Egal, egal, egal. Oder einer runterplumpst. So, ich habe gesagt, ich will das jetzt mal ausprobieren. Dann
mal gespannt. Oh ja, das funktioniert sogar. So macht man das. Ja, funktioniert. Bist du nicht, was du meinst? Du musst den Traktor abkoppeln und das Kabel vom Hänger, was am Traktor war, an die Anlage anschließen. Und dann funktioniert das. Brauchst du die Generatoren und so nicht runternehmen. Genau. Muss halt den Traktor wegmachen. Wird denn hier wie so ein Wahnsinniger gebuddelt? Und der nächste ist frei. So. Dann an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mit Öss und Üss. Teleporter gefunden.